Challenge, Tag Nummer 15. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan der Kokosnuss. Das war eine von meinen Lieblingsweihnachtsgeschenken dieses Jahr. Habe ich 1 Liter Kokosöl von meiner Tante geschickt bekommen. Da seht ihr. Also ich habe das erst vor zwei Wochen aufgemacht. Also ich benutze es sehr viel. Und ja, ihr seht jetzt schon, meine Gesichtshaut glänzt schön, weil ich heute ein bisschen Kokosöl eben drauf geschmiert habe. Und das wäre jetzt auch meine Message für heute. Benutzt Kokosöl nicht nur innen, für, also anstatt andere Öle zu benutzen zum Braten oder Backen. Und zum Beispiel, ich tue es in meinen Kaffee, dann kriege ich auf jeden Fall diese gesunden Fette. Habt keine Angst vor Fette. Ihr müsst halt die richtigen und gute und gesunde Fette essen. Und diese ganzen Transfette, Sonnenblumenöle und diese Fette bitte weglassen. Und das Kokosöl könnt ihr auch für eure Hautpflege benutzen, auch für die Haarpflege, auch für die Mundhöhlenpflege kann man das alles benutzen. Und ja, wie ihr seht, ich glänze ein bisschen. Ich lasse es jetzt schön einziehen. Ich mache das jetzt schon seit ein paar Wochen. Es ist nämlich auch wichtig, was man auf seine Haut drauf tut und nicht nur, was man in seinen Körper reintut, dass man gesund bleiben kann.